Sieht man das? Jeder von euch will es, ich weiß es ganz genau. Aber nur wir können es euch bieten. Mit der MCI-App habt ihr jetzt die Möglichkeit, in Bestform aufzusteigen. Wir haben einige neue Sachen von Ola Kala. Für die Leute, die es noch nie gehört haben, Ola Kala ist gegründet von Nico und vom lieben Tim. In welchem Jahr? Tim G. Im Jahre 2000 und... Moment, ich kann es dir sagen. 2000 und... Ich kann es dir sagen. Eine Sekunde. 2018, glaube ich. Später würde ich tippen. Nee. So lange gibt es euch schon? Das erste war nämlich, du kannst mich gerne korrigieren, war das die erste Kollektion mit diesem breiten Schriftzug? Ja, das war die erste, wo ihr so mit dem, in diesem weißen Zimmer saß und dann mit dem Mic unten und dann so nee, da das war nicht das erste. Ich kann es nicht. Also, 6 Jahre seid ihr schon auf dem Markt. Ich muss tatsächlich sagen, ich weiß es nicht. Oh! Nein, aber es müsste 2018 gewesen sein. Ja. Ey, 6 Jahre? Am Herzlichen Tag. Glückwunsch. Wie oft in der Zeit schon insolvent gewesen? Doch, dieses Jahr, haben wir dieses Jahr im Sommer müssten wir 6 Jahre sein, ja? Crazy. Und dazu jetzt 60% Nachlass. Ja. Wirklich für jedes Jahr 10% auf 6%. 6%. Kauft den Shop leer. Ey, krass. Okay, heftig. Die finde ich übrigens auch sehr nice. Auch die Pullis davon. Die T-Shirts? Ja, ich finde das richtig, richtig geil. Ja, ich muss ja tatsächlich sagen, dadurch, dass wir jetzt in letzter Zeit, im letzten Jahr, sehr viele Releases hatten. Jetzt macht er den seriösen. Gerade Albert, der rum, er geht nur Marc, ob wir hier Parfüms verkaufen oder zusammen. Jetzt geht's hier. Ja, Parfüm, Klamotten, wir machen jetzt Klamotten. Ja. Also, ganz kurz zum generellen Punkt, den wir heute natürlich bringen werden. Wir werden einmal ganz kurz die Produkte am Mann zeigen. Dafür haben sich meine beiden Co-Kandidaten hier dazu bereit erklärt, die Teile einmal anzuziehen und zu zeigen, wie unfassbar sexy sie damit aussehen. Im Generellen, ja genau, wir machen jetzt schon einige Zeit, Ola Kala. Es ist natürlich so, wir sind mit der Marke jetzt im letzten Jahr gut am Wachsen gewesen. Ne? Dementsprechend haben wir natürlich auch jeden Monat zu Release. Ja. Dementsprechend ist es natürlich so, dass wir viele Klamotten haben, die... dass wir viele Klamotten haben, die wir natürlich nicht immer vereinzelt zeigen können, weil es kommt dann eine Kollektion, die hat zum Beispiel 15, 20 Teile, dann ist es schwierig, zum Beispiel dieses Teil hier jedem zu zeigen. Verstehst du? Das heißt also, wir haben einmal hier das hier. Alien Intel Kollektion, genau, das war die Kollektion, die sich ein bisschen mit der Thematik von AI befasst. Deswegen wurde das von AI gemacht? Nee, das ist ein Artwork von einem anderen, aber es ist auch auf der Basis entstanden. Ganze hier die Silhouette zu haben und das Leben, das in der Silhouette lebt. Das Ganze ist noch ein bisschen tiefere Story. Hätten wir jetzt Tim da, könnt ihr einen 2-Stunden-Vortrag drüber halten. Ich habe einmal beim Dreh mit Tim darüber geredet, der hat richtig ausgeholt. Ja, ja. Also auch so wie, wo, was, also da war... Echt? Tim ist mit der Storyline immer sehr, sehr krass. Ja, aber ist geil, interessant. Ja, also wir, ich glaube... Bis jetzt haben wir noch nichts gehört. Also nein, also das, was Tim mir erzählt hat. Ach so, diese ganze Geschichte. Die Ernsthaftigkeit hinter dem Thema, Marc, und ich finde es krass, wie du es gerade belächelst. Bis jetzt haben wir noch nichts gehört. Also gesagt, er erzählt so nichts, ich so, voll interessante Story. Und einfach, die einzige Story war, ja, Tim kann dazu viel... Boah, die Story... Und du so, ey, heftig, was wir bis jetzt gehört haben, geisteskrank. Also das Ey, Bro, kannst du mir das nochmal als Voice aufnehmen, dass ich mir das einmal heute Abend nochmal anhören kann? Ey, das war heftig. Also die Infos, die du jetzt, die Side-Infos, die du rauserzählt. Ey, du hast mich gecatcht. Schreib mit zu Hause. Auf jeden Fall, ey, die Story von deinem neuen Perform-Trailer ist ja auch ganz krass. Ja, also ich... Nee, ich muss sagen, das ist die Symbiose, die aus der künstlichen Intelligenz und unserer aktuellen humanen Intelligenz entsteht. Okay. Das jetzt? Also zusammen. Interessant. Ja, okay. Interessante Story. Was hast du denn, aber ich glaube, das, was du jetzt hier mitgebracht hast, ist auch wirklich die latest Release. Genau, es geht eigentlich jetzt auch gar nicht um das T-Shirt. Das habe ich einfach gar heute an. Ne? Das ist einfach, habe ich heute einfach nur an. Hast du auch gar nicht bei dem Angebot. Nee, nee. Deswegen, es geht heute um was Wichtigeres. Und zwar... Ich finde es diesmal schön, dass wir hier alle Farben haben. Es geht um was Wichtigeres. Und zwar, liebe Leute, aktuell ist es draußen Übergangstemperatur. Was brauchen wir für die Übergangstemperatur? Eine Übergangsjacke, ganz genau. Ja. Und, also jetzt mal, um den Seller beiseite zu legen. Wir hatten die Fleecejacken. Das war bei uns schon immer ein Produkt. Haben die Leute brutal gefeiert. Ja. Willst du mal einen anziehen? Also ich sag dir so, wie es ist. Ich sehe in den Fleecejacken, wenn ich die Fleecejacken hier sehe, sehe ich Tim. Okay. Ja, Tim ist ein absoluter... Ich glaube, der schläft auch da drin. Also Tim lebt Fleecejacke, das oder? Ist wirklich Tim eine ist wirklich, Symbiose. Tim lebt im Office, Tim lebt in unseren Klamotten. Der ist einfach, das ist einfach Tim. Der verlässt noch weniger das Zuhause als ich. Wenn du Tim rausbekommst, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja.
So. Definitiv, ja. Ich würde mal mit Schwarz anfangen. Er verlässt nicht das Büro. Und du kannst mir mal gerne erzählen, was ihr euch bei der Farbe gedacht habt. Ja, das ist eine sehr gute Frage, Marc. Die Farbe ist entstanden aus dem Universum raus. Das Besondere an den Teilen sind eigentlich, es ist einfach ein schöner, wertiger Fließstoff, fühlt sich schön angenehm an. Das Besondere an den Teilen sind wieder die anatomischen Pipings, die wir dabei verarbeitet haben. Die sind eigentlich am Mann. Die sind besser zu sehen bei denen hier. Die haben wir einmal hier. Also wir haben ja mit unserer Brand jetzt über die letzten 2-3 Jahre haben wir angefangen, uns eine Identity aufzubauen. Ne? Haben gesagt, wir entscheiden uns für diese anatomischen Linien, die immer wieder... Das ist schon sportlich auch, also körperbetont. Also die, im Sinne die ist nicht ganz so oversized wie die anderen Sachen, die wir haben. Ja. Aber auch diese Linien, meine ich, das gibt der ganzen Sache... Achso, das meinst du? Ja, genau. Also das ist immer, das soll auch immer schön die guten Stellen des Körpers betonen, dass man etwas schlanker auch aussieht oder etwas sportlicher. Das Konzept von dieser Anatomie-Geschichte, das haben wir jetzt schon, glaube ich, seit easy 2 Jahren oder sowas um den Dreh. Und das hat sich einfach so für uns als ein bisschen so dieses Markenkennzeichen rausgestellt. Deswegen, wir haben voll oft auch, das sieht man bei dir beim Hoodie ganz geil, wir haben hier diesen Abnäher, das stabilisiert nochmal den Schnitt, aber man hat trotzdem so diese Linie mit drin. Das ist so ein bisschen ein Erkennungsmerkmal für die Brand von uns geworden. Aber auch sehr dezent von den Logos her. Ist jetzt nicht, ne, du hast hier einfach nur ein Writing. Ja, das finde ich bei der Jacke auch top, das ist nicht hoch, so hoch. Ja. Ein Zipper, einen hochwertigen Zipper und Ende. Ja. Und dann hast du hier unten nochmal ein Bündchen. Ja, und das ist cool, dass du diese Bündchen-Nummer hier unten hast. Ja. Steht die auch richtig gut? Ja, also, gut. Ich finde, die geht immer. Was ich immer wichtig finde bei den Teilen, die müssen so ein bisschen so einen edlen Faktor haben. Und ich muss tatsächlich sagen, wenn ich dich jetzt so sehe, du stehst jetzt morgens auf, bist gerade in Südfrankreich, ab zum Golfplatz, könnte ich mir schon vorstellen, wie du in der Jacke da bist. Spielst du Golf? Ob ich Golf spiele? Was ist das für eine Frage? Ob ich Golf spiele? Die sind geil. Also ich finde die sehr, sehr nice. Ob ich Golf spiele? Also ich glaube, wir sind good to go, oder? So. Das AP-Set raus. Was denn für ein Handicap hast du? Let's go golfing. Let's go golfing. Let's golf, guys. Let's go. Was haben wir hier drin? Haben wir hier the putter? Nein. Ich hätte auch Bock, hier mal 1, 2, 3 Bälle schön. Lass uns mal hier einfach mal wegzuschlagen. I actually got a putter. Ja, ja. Alter, guck mal hier. Ja, da. Wenn du hier ein schönes Loch im Bogenhaus. Ja. 50.000, Alter. Da geht's aber heute nicht mehr nach. Wo ist denn dein Driver? Jetzt kommt wie fest man denn so einen Schläger an? Ich kann es dir zeigen. So. Ich habe es auch mal gelernt. So. Aber der Schläger heißt wirklich Putter, oder? Ja. Warte mal, der Chat weiß es 100%. Ich finde, guck mal, wenn ich jetzt Marc so angucke, ne? Also ich finde auch immer wichtig, was für eine Attitude gibt mir die Klamotte mit. Ich finde, die hat einen edlen Touch. Ich finde, Marc, das steht jetzt no shit. No, not gonna lie, bruv. Ja, finde ich auch. It's pretty good, man. Ich finde es auch sehr gelungen. Stay like you are, bruv. Damit kombiniert unsere Anzugshose, sage ich ehrlich, 10 von 10. Aber ich habe auch gar keinen Bock, in diesen Seller-Modus zu gehen. Ich sag ganz ehrlich, wenn man die Jacke feiert, dann... Hör auf, Mann, Alter, das ist ein Basic-Teil, den müssen wir mal zuschlagen. Was immer mit zurückhalten. Einfach, man muss auch manchmal kaufen. Zum Beispiel, ich sag euch ehrlich, Jacken in Deutschland, eine Sekunde, Jacken in Deutschland ist einfach ein Thema. Die Deutschen lieben Jacken. Und das ist eine Jacke, oh, dann kannst du auch eine Übergangsjacke anziehen. Deswegen, schaut einfach mal vorbei. Was kostet die Jacke? Ein Huni? 130 Euro? 120. Alter, das ist doch kein Geld, Mann. Da hätte ich jetzt jeden Betrag nennen können. Aber Nico, also auf Seller-Mode, das ist wirklich ein Teil, damit macht keiner was falsch. Damit macht niemand was falsch. Egal, wer das holt, man kann es tragen. In Schwarz sowieso und du hast die Möglichkeit mit einfarben. Also jetzt Real Talk hier, weil ich will hier nicht den Leuten verkaufen. Digga, es ist ein Must-Have. Wir wollen den Leuten. Ja, wir wollen es euch verkaufen, aber es ist ein Must-Have, oder nicht? Nein, aber so. Man muss ja auch dazu sagen, die laufen ja auch sehr, sehr gut. Ja, also die Leute, das verkauft die sind, sich. Mann, Mensch, doch. Lieblingsfarbe einmal kurz, was für zu am liebsten tragen. Warte, was ist Tim? Tim wäre eigentlich der auch, offiziell blau. Ich sehe Tim in der Farbe auch. Aber ich würde mir wahrscheinlich heute Abend den hier ziehen und damit der braunen Weekender. Braun ist sehr schöne Farbe, ja. Ich bin momentan auch wegen so einfach braun. Ich finde, braun ist so momentan die Farbe. Weil es auch ein bisschen heller ist, ne? Schön. Schönes, angenehmes. Ich kann es nicht tragen, weil ihr wisst Bescheid, ich brauche XXL. Bei mir keine Chance, ne? Ich bin da. Wir entwickeln da noch was für dich, Marc. Ja, ihr müsst echt sowas für Leute, die super lange Arme haben, sehr langen Oberkörper und ganz, ganz kleine. Ein ganz kleiner Reno. So, dann machen wir weiter mit dem nächsten Produkt, neueste Release, die Turtlenecks. Ja, sehr gut, Marc, das stimmt tatsächlich. Die Turtlenecks. Wir haben die Turties hier am Start. Ich zeige euch jetzt mal was, pass auf, ich ziehe mich jetzt wirklich mal um, weil das wollte ich heute den ganzen Tag, ich habe es nur nicht runtergeschafft, die Mitarbeiter waren schon unten. Eigentlich wollte ich mir einen davon nehmen und den da drunter anziehen, weil das sieht da perfekt dazu aus. Ich weiß das. Das würde wirklich gut aussehen. Nee, wirklich, jetzt ohne Spaß. Ich bin gespannt. Ich sage also, dir, dass ich darf ich das kurz erwähnen? Ja. Das ist richtig geil. Ja, wir wollten bei dem Turtie, war uns wichtig, natürlich hier auch wieder, man sieht es
Erst beim zweiten hingucken, hier sind auch wieder anatomische Linien verarbeitet. Diesmal in Form von verschiedenen Webrichtungen. Vielleicht kann man das hier auf der Cam etwas genauer erkennen. Wie nah kann ich daran? Also ich glaube, man sieht es jetzt hier. Da sind auch verschiedene Richtungen angestrebt. Da soll auch die anatomische Form gebracht werden. Hier hinten auf dem Rücken ist wie so eine Art V-Form, um da einfach nochmal den Rücken zu betonen. Und das einzige Labeling, was wir hier reingebracht haben, ist hier im Rücken des Ola Kala Tag hier. Weil wir haben einfach gesagt, das ist ein schlichtes Teil. Das soll schick und edel sein. Und deswegen muss jetzt da nicht auf der ganzen Klamotte Branding drauf sein. Und das ist eigentlich auch eines unserer ersten Teile, die jetzt nicht so in diesem krassen Oversize-Segment sind, sondern das ist ein Teil, das kann man wirklich schicker tragen. Und ich sag ganz ehrlich, ich sag's no shit. Also allgemein, Rollkragenpullis werten immer Outfits auf. Rollkragenpullis, finde ich auch, ja. Ich habe so viele zu Hause. Lederjacke kannst du drüber tragen. Alles. Ja, genau. Sind immer Rollkragenpulli direkt schicker. Immer nice. So ein geiles Piece. Und hier halt auch in jeder möglichen Farbvariante. Ne? Ich dachte immer, rosa kannst du nicht rocken, aber ich habe es neulich angehabt. Das war echt geil, ganz geil. No shit. Wenn du da ein bisschen trainiertere Arme hast. Es kommt echt, echt. Guck dir an. Ja. So. Finde ich, ehrlich, ich finde es richtig geil. Kannst du so tragen hier. Komm mal her. Ich weiß doch, wie man es machen kann. It's a very chic guy. Ich weiß doch, wie man es machen kann, Leute. Das ist natürlich jetzt der Sakko-Modus. Oder was sagst du? Ja, super. Oder? Ey, Rollkragenpulli ist sogar noch mehr Must-Have. Also wirklich, Rollkragenpullover braucht jeder. Also wirklich jeder zu Hause. 100%. Egal von welcher Brand ihr euch den holt, aber so ein Look ist einfach schick. Kommt einfach gut. Ja. Einfach so. Machst du einfach einen auf Lock. So, mäßig hier hinten. Nochmal das Labeling. Ja, das sieht echt cool aus, dass es da ist. Das ist einfach schlicht dezent. Ja. Weil das ist halt, das ist ein Teil, das trägst du auch mal so, wie du es jetzt trägst. Da brauchst du jetzt nicht irgendwo großartig die Brand hinschreiben. So, deswegen. Auch. So sieht's aus. Wo liegen wir preislich? Das Teil kostet ein Huni. 100 Euro. Kostet das wirklich nur ein Huni? 100 Euro. Mal gucken. Kommt mir ein bisschen sehr günstig vor. Das kommt mir ein bisschen sehr, sehr günstig vor, um ehrlich zu sein. Das kommt mir ein bisschen zu günstig vor. Doch, die kosten einen Huni. Ah, also 100 Euro. Uni kosten, dann nimm dir mal direkt 5 mit, ne, in allen Farben. Nimm dir mal alle mit. Welche? Ihr müsst nicht bei uns kaufen, aber... ich finde die geil. Ja, so kann man machen. Ich habe den leider noch nicht bestellt. So kann man was machen. Warte, bis ich wieder in Form bin. Ey, jetzt ohne Scheiß, wenn du ein bisschen hier... Ey, mit gut trainierten Armen, Rollkragenpullover. Es kommt extrem nice. Also ich kann es einfach nur so sagen. Ich habe mal eine Umfrage gemacht in New York, welchen Style lieben die Frauen am meisten. Du bist auch international ein bisschen unterwegs. Das war die schlechteste Umfrage meines Lebens und ich wurde nur ausgelacht, weil ich so schlecht Englisch spreche. Las Vegas, Berlin. Und was haben die gesagt? New York. Und ich hatte eine Lederjacke an und einen Rollkragenpulli. Und die haben alle gesagt, dieser Style ist extrem geil. Ja. Also wenn du da auch, das geht immer. Date, Schwiegereltern, Rollkragenpulli. Das stimmt. Und zufällig haben wir auch eine Lederjacke bei uns im Shop. Da kann man gerne mal vorbeischauen, würde ich sagen. Sollen wir noch mal ein bisschen Englisch? Wir machen den Restock, den wir heute hatten. Genau, und zwar Restock, es geht um Boxershorts. Die waren ausverkauft. Also ich sage euch jetzt mal ganz ehrlich, kurz die Geschichte hinter den Boxershorts. Vielleicht kannst du die auch gerne mal präsentieren. Ich habe doch von euch eine bekommen in Größe 5XL oder so. Aha, und die hat dann doch gespannt. Die hat sie doch gepasst. Ne? Ja, aber da war ich auch noch also, richtig. Also präsentieren Sie doch mal in Größe S. Ja. Ja, mach doch mal. Jetzt kommen wir, glaube ich, wieder. Der Bock auf einen kleinen Bann, dann werde ich mal ganz kurz verschwinden. Die Intention von den Unterhosen, natürlich klar, wir erfinden hier nicht das Rad neu, wir bringen Unterhosen. Aber ich habe mir gedacht, es gibt da Markt gerade, wir kennen alle Calvin Klein Unterhosen, ne, diese ganzen Geschichten. Mir war es wichtig, die qualitativ zu überbieten und die preislich zu unterbieten. Nicht, das ist nicht so schwer. Wollte ich gerade sagen, das ist nicht schwer. Sorry, Calvin Klein Unterhosen sind gefühlt nach 2 Monaten durch. Alter, die sehen so aus, ne? Ey, die reißen, die nutzen. Welche Unterhosen trägst du denn? Ich habe gerade tatsächlich Snockerinos hast du an. Welche trägst du? Ich trage so MS. Andere Sachen. Also, was heißt denn jetzt anders? Ey, aber jetzt mal Mark ganz läuft mit so einem String durch die Gegend. Jetzt mal ganz kurz. Ich trage hier so andere Sachen. Alles Gute. Ich will dir beide hier, macht euch keinen Gedanken. Ich will dir niemand zuschicken. Ich habe immer so einen Tick, weil Boxershorts, nein, weil ich immer check, ob die noch frisch sind oder so. Immer wenn ich eine Boxershorts sind, dann kennt ihr das nicht. Sag doch mal ehrlich, selbst wenn die gewaschen sind, nochmal einen Sneeve nehmen, aber auch alles gut ist. Und? Hört doch mal auf, mich auszulassen. Und was sagst du? So qualitativmäßig hochwertig, ja. Ja. Ich will dir mal welche zuschicken. Ich will dir mal, dass du die für mich testest, bitte. Wir haben auch welche mit Mesh-Einsatz für Belüftung. Ja? Für den sportlichen Mann. Ja. Ich finde die vom Material schon mal auf jeden Fall besser. Das Material ist S. Ja? Auf jeden Fall schon mal besser? Auf jeden Fall schon mal besser. Ja, okay. Ich habe sie noch nicht angehabt, kann ich nicht rein. Also das ist Größe M, da passt mein Bein rein.
Danke, Nico. Warte. Ja, guten Sneaky. wo liegen wir preislich bei denen? Bei denen haben wir preislich gesagt, ey, wir wollen viele Leute damit abholen. 3 Unterhosen für 34,95. Wow, das ist einfach nur wow. Und da muss ich auch nochmal gerade eine Ansprache an die Männer da draußen machen. Es gibt manche Sachen, die sind einfach wichtig, in regelmäßigen Abständen auszutauschen. Und ich weiß, ihr schaut mir gerade zu und sagt euch, gut, die Unterhosen, die ich bis jetzt 3 Jahre im Schrank hatte, die tut's noch. Nein, leider tut's die nicht mehr. Es ist manchmal die Zeit gekommen, sich von Dingen zu trennen, wie auch von den Boxershorts, die ihr schon habt, seitdem ihr vielleicht 12 wart, wenn ihr heute 24 seid. Deswegen ist heute der Tag gekommen, nehmt einfach alle aus der Schublade und werft sie weg und holt euch neue. Das ist immer notwendig. Alle aus der Schublade, okay. Unglaubliches Pitching, was du gerade beim Kunden hast. Ich finde bei solchen Dingen, das ist ähnlich wie wenn du in ein Restaurant gehst und du gehst zur Toilette und schaust, okay, wie sind da diese Amenities, wie ist das da, was für Handtücher, was für Papiertücher hast du, was für eine Seife hast du. Und das ist so etwas, gerade wenn ihr heranwachsen seid und auch vielleicht, das ist einfach etwas, darauf solltet ihr wirklich achten. Es ist wirklich wichtig, dass ihr vernünftige Unterwäsche habt, Socken und solche, das sind Verschleißartikel. Ihr könnt die nicht 10 Jahre durchtragen und so weiter. Das ist einfach, tut euch selber den Gefallen. Irgendwann wird es zu einem Tag kommen, da steht ihr dann auf einmal vor jemandem in Boxershorts und dann ist der Moment peinlich. Und das ist einer der Sachen, worauf die Frauen auch mit am meisten achten. Ey, Unterwäsche, die irgendwelche Löcher hat und vor allem hier oben, wenn es am Bund denn schon so ein bisschen reißt, geht nicht. Und 34 Euro? Ich bin gerade wirklich überrascht, dass der Preis so günstig ist. Ist extra günstiger als CK. Also ehrlich jetzt. Ich zeige jetzt mal kurz eine Sache. Marc, du hast gerade eine Philosophie draus gemacht, hast wieder probiert, jedem was anzuschwatzen. Yes. Du bist voll drauf eingestiegen. Leute, ich sag's euch jetzt ganz ehrlich, wirklich frei heraus. Wenn ihr Bock habt, kauft euch mal eine Packung, probiert die aus. Wenn ihr sie scheiße findet, dann kackt auf unsere Marke. Dann retourniert die einfach getragen. Genau, das machen wir nämlich am allerliebsten, retournierte Unterhosen. Das ist mein favorite Hobby. Aber wenn ihr sie gut findet, dann gebt uns auch bitte gerne ein Feedback dafür. Hygieneartikel übrigens vom Umtausch ausgeschlossen. Das ist tatsächlich der Fall, ja. Ist aber auch nachvollziehbar, glaube ich. Ja. Wir haben zu den Unterhosen passend auch Socken gemacht. Und mir sind Socken ganz wichtig. Ich brauche ein volles... Trägst du welche täglich? Ich trage jeden Tag... Ein paar Socken. Sorry. Und ich bin ein absoluter Tennissockenverfechter. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, was ihr für Socken tragt. Zeig mal kurz. Ich trage so feine Falke-Socken, mit denen ich aber auch nicht so happy bin. Ne? Sieht man ja auch schon hier, dass sie so ein bisschen ausgenudelt. Was haben die gekostet, die Socken? Ein bisschen ausgenudelt. Die kosten, ich glaube, 19 Euro. 19 Euro das Paar? Ein Paar, ja. Okay, was hast du für Socken? Ich habe so ganz normale von H&M. Von Kick, okay. Mhm, die schwarzen, okay. Etwas dünneren. Also wir haben bei der Socke hier, ist tatsächlich lustig, dass wir jetzt gerade auch den Turtleneck da haben, weil wir haben uns, wie ihr uns als Brand kennt, natürlich eine Linie, die wir verfolgen. Und zwar, wenn man hier sich die Webmuster anguckt, dann sieht man hier durchaus Parallelen zum Turtleneck, weil auch hier haben wir unsere anatomischen Nähte probiert, auf die Socke abzubilden und auch natürlich eine gewisse Funktion zu bieten, dass der Fuß möglichst gut in dieser Socke drin sitzt. Ja? Also no shit, ist wirklich, haben wir ist wirklich entwickelt. So. Wir haben die beim Sober Oktober bekommen und das ist mir wirklich aufgefallen. Und ich trainiere damit tatsächlich total gerne. Also wir probieren eigentlich in jedes Produkt, was wir machen, möglichst unsere Handschrift mit reinzubringen. Und natürlich aber das auch ist ja auch diese Belüftung mäßig, ne? Wenn du so guckst. Ist ja auch. Ja, das sind einfach die normalen Klappen. Mhm. Ja, aber ich habe das Gefühl, wenn du mit deinem Fuß da reingehst, du hast echt ein gutes Gefühl. Man hat einen guten, man sitzt gut drin. Ja. Dann haben wir hier nochmal das Logo eingestickt. Ich teste die Sachen. Ja. Ich habe das alles zu Hause. Glücklicherweise kriege ich ab und zu eine Nachricht, such dir was aus und dann... Ja, hoffentlich kriegst du die bei jedem Mal, wenn wir was rausbringen. Solltest du eigentlich haben. Guck mal in dein Instagram. Ja, ich glaube, du meldest dich einfach. Dass da ab und zu doch der Versand dann doch schwierig ist. Ja, nee, das glaube ich nicht. Dass hier gelogen wird. Ein kleiner Ring. Vielen, vielen Dank. Preislich sind wir bei? Da kosten zwei Paare, ich glaube 15 Euro. Letztes Mal habe ich gesagt ein Paar, aber es müssten zwei sein. Oh. Zwei Pärchen, 15 Euro. Die gibt es natürlich auch noch in schwarz und wir haben auch noch Sneaker-Socken jetzt rausgebracht, für die das haben wollen. Genau. Sneakers. Das heißt also, in diesem Segment sind wir abgedeckt. Übrigens, die Unterhosen gibt es in schwarz, grau und weiß. Und dann gibt es natürlich noch die mit dem Mesh-Einsatz. Würdest du sagen, dein Lieblingswort ist Segment? Segment ist ein Wort, das ich sehr, sehr gerne benutze, direkt nach dem Wort vertikalisieren. Ja. Und um auch einfach zu segmentieren. Reagenz-YouTuber. Das ist auch so ein schönes Wort. Sollen wir vertikal mal... Wir sind komplett vertikal. Sollen wir mal die Fähigkeit der Wallets zeigen? Sehr gerne. Haben die noch diese Color Change? Achso, die hier? Nee, ja. Die haben das nicht. Die haben es nicht. Nee. Umso besser. Die sind jetzt voll aus Leder. Ja. Wir hier? Haben... Der hier zum Beispiel? Ist der nicht so? Nee, der ist einfach aus normalem Leder. Okay. Was hatten die denn? Nix. Die sind jetzt hier mit einem Metallpatch und das sind die sogenannten Cardholder. Vielleicht kannst du... Du hast gesagt, du brauchst ein neues. Ja, ich habe einfach keinen Bock auf dieses dicke Ding hier. Zeig mir da mal dein Portemonnaie. Ja.
Das ist einfach zu fett. Guck dir das mal an. Guck dir mal dieses ausgenudelte Ding an. Ja, das guck ist dir mal, das ist der klassische. Das ist ein richtiger, dieser Dad-Beutel, ne? Ja. Guck mal hier. Ja, dieser, ich bin auch schon in dem Alter, da trägt dieser man dieser Dad-Beutel. Guck mal, der ist richtig durchgesessen. So. Es riecht so durchgenudelt. Der ist schon so glibberig, ne? Der ist schon so richtig, guck mal, weißt du, wie viel Wärme und so gespeichert wurde? Das Ding ist gar nicht alt, also das ist nicht mal ein Jahr alt. Das ist richtig durchgesetzt. Nein, aber, so, aber man muss ehrlich sagen, so ein Geldbeutel, der macht auch echt viel mit. Hast du auch gerade daran gerochen? Ja, ich das scheint dein Ding zu sein. Einfach mal am Leder riechen. Einfach mal am Leder riechen. Wir haben diese Cardholder in mehreren Colorways rausgebracht. Ich habe jetzt gerade den hier, ich trage hier den weißen, ich finde, der kommt übelst edel. Wird natürlich auch ein bisschen leichter schmutzig, muss man ein bisschen mehr drauf aufpassen. Genau, was haben wir noch? Wir haben den noch in rosa, wir haben den in braun, in creme, in weiß, in schwarz und in grau, genau, in grau. Kosten? Die kosten einen Hunderter. Hunderter? Die kosten einen Hunderter. Okay. 100 Euro kosten. Ja, aber ein gutes Dings, Lederding, das kostet schon ein bisschen was. Ja. Ein guter Cardholder muss auch 100 Euro kosten. 100 so ist es so. Das Ding hast du auch lange. Nein, aber ganz kurz noch mal einmal zu den Details, die wir hier drauf haben. Wir haben einmal das Monogramm ist drauf eingeprägt. Vorne ist Ola Kala hier in silbernem Farbton drauf. Einfach schlicht, schöner Cardholder. Damit macht ihr alles richtig. Ja, ein Essential auf jeden Fall. Und ich würde jetzt eigentlich ja, zum spannendsten Projekt kommen des Abends. Boah, Alter, diese Farben, ne? Nee, dazu kommen wir erst nachher. Da, okay. Also zum spannendsten Projekt, du meinst, wenn wir dann oben ins Bad gehen. Ach so, nee, ich meine jetzt hier die Weekender. Ach so, die Weekender, ja gerne. Ich überlasse dir das Wort. Wenn einer auf der Straße mit der Rosa ankommt, ich würde es so sehr feiern. Einfach nur, weil es einfach ein heftiges Statement ist. Ich weiß, viele Leute werden als Mann das nicht tragen, aber das ist genau so, wo ich sagen würde, Alter, muss man einfach mal machen. Immer dieselben Farben, darum geht's nicht, weißt du? Ich finde es einfach ein heftiges Statement. Man braucht auch ein paar Produkte, die einfach so ein bisschen edgy, sich farbtechnisch auch abheben. Ja. Das ist schon uns bewusst, dass jetzt sich nicht jeder... Das ist deine Farbe, ne? Ich finde so das Babyblau geht aber auch ich wüsste mich... Ich habe die schwarze und trage die super gerne. Ich würde mir wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt was aussuchen müsste, würde ich braun nehmen, einfach weil ich braun halt auch mit Schuhen und so viel braun trage. Und ich finde es einfach so eine Herrentasche. Weißt du, braun allgemein ist eine maskuline Farbe. Das war uns auch ein sehr wichtiger Colorway, dass wir den machen, ja. Also allgemein, wir können nochmal darauf eingehen, was sind die uniken Eigenschaften der Tasche? Wir haben einen Lederhänger, dann haben wir ein Address Tag mit dran, wo auch nochmal Ola Kala eingestickt ist. Dazu gibt es immer hier diese Lasche, wie bei allen eigentlich, das ist so ein Signature. Und es gibt diese, ja, das ist Material, ich will jetzt nicht sagen, es ist wie bei Louis Vuitton, aber es sind so diese getränkten, ich habe mal gelernt, es wären so getränkte Tücher gewesen. Was ist das Material? Ja doch, das geht auf jeden Fall in so eine Richtung, ja. Ja, ne, also es ist super. Das nennt man ja heutzutage veganes Leder, ne? So, ich mag jetzt den Begriff nicht so, aber es ist halt ein Kunstleder. Also gute Haltbarkeit. Robust, ne? Also ja, ist robust, nein, genau. Das ist ja das Thema. Das ist ja bei den Louis-Taschen so. Wir haben diese Oberfläche und die ist unzerstörbar. Wir haben ein neues Video auf unserer Instagram-Seite. Da schneiden wir den Weekender einmal auseinander und zeigen ein bisschen auch die Materialien und zeigen, wie der aufgebaut ist. Das könnt ihr euch auch mal gerne reinziehen, wenn ihr euch wirklich dafür interessiert. Ja, und innen drin passt viel rein. Ihr kriegt einen Laptop rein, ihr kriegt viele Sachen rein. Ihr könnt nochmal eine Umhängetasche dran machen. Aktuell kostet der Weekender bei 180. uns auf der Webseite 180 Euro. Ja, das ist ein sehr interessanter Kurs für einen Teil. Das werdet ihr einmal kaufen und dann abort ihr es nie wieder. Das stimmt. Also echt cool. Ich habe jetzt den Chat gar nicht so vor Augen. Gibt es irgendwelche Fragen oder so? Ja, ich denke mal, der Chat wird sich gerade auf dem Online-Shop austoben. Ne? Die Leute sind natürlich ganz klassische Sachen, sowas wie, dass das alles zu teuer ist. Guck mal, wer sich sowas kauft. Derjenige, der es schreibt, der das zu... Was soll ich erzählen? Nein, also wenn jemand schreibt, dass es zu teuer ist, immer... Es ist ja in Ordnung. Leute, ihr wisst, diese Streams, die wir hier machen, die sind mir auch sehr wichtig, weil ihr müsst euch auch mal eine Sache überlegen. Vielen geht es vielleicht ein bisschen auf die Eier, dass hier über Only-Produkt geredet wird und bla bla, aber am Ende des Tages dürft ihr nicht vergessen, ich mache ja mit Tim zusammen Ola Kala und MCI, wir stecken unser ganzes Geld in die Brand rein, probieren über Jahre was aufzubauen, was funktioniert, was erfolgreich ist und das wäre einfach von meiner Seite aus, rein aus der geschäftlichen Perspektive, dumm, nie darüber zu sprechen und mal zu erklären, was die Produkte eigentlich können, was wir uns dabei gedacht haben, wo die Storyline herkommt und so weiter und so fort. Deswegen müsst ihr auch aus meiner Perspektive nachvollziehen, es ist nur völlig logisch, auch einfach mal darüber zu sprechen. She just wants to fuck me. Got me feeling something. Got me feeling nothing. Alcoholic junkie. Said she thinks I'm funny. Think I might get lucky. Spending too much money.